Die Theodor-Heuss-Schule in Reutlingen. An dem Berufsschulzentrum lernen und arbeiten rund 3000 Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis. Rund 140 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten in 8 verschiedenen Schularten. Seit April 2016 kommen jetzt hier noch 15 Klassen mit insgesamt 270 jugendlichen Flüchtlingen im Alter von 15 bis 20 Jahren hinzu. Das Ziel: Sie sollen durch die hier angebotenen sogenannten VABO-Sprachkurse fit für eine selbstbestimmte und gesellschaftlich integrierte Zukunft in Deutschland gemacht werden. In Stuttgart schlägt der Berufsschullehrerverband Baden-Württemberg jetzt aber Alarm. Das Ziel der Integration drohe zu scheitern, weil landesweit allein 2018 bis zu 1000 Lehrerstellen fehlen. Ein Ersatzbedarf durch Pensionierungen und andere Vorgänge, 570 Stellen, das ist die Einschätzung des Kultusministeriums. Ersatz für die auslaufenden befristeten Lehraufträge, 288 Stellen. Flüchtlingsbeschulung, 289 Stellen. Die Altersermäßigung, 85 Stellen. Stellenstreichungen, 125 Stellen. Das macht insgesamt einen Bedarf aus von 1.357 Stellen. Gleichzeitig seien aber nur 497 neue Stellen zur Neubesetzung zugewiesen. 860 Stellen fehlen, nach Zahlen des Kultusministeriums. Der BLV schätzt den Bedarf noch 140 höher. Alarmierend seien diese Zahlen. Es drohe eine massive Verschlechterung der Unterrichtsversorgung. Drohende Unterrichtsausfälle führen zu erheblichen Qualitätsverlusten und darunter leiden die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Ausbildungsbetriebe. Unter diesen Bedingungen wird die von der Politik geforderte Integration scheitern. Deshalb unterstützen wir jede Initiative des Kultusministeriums, die dringend benötigten Finanzmittel vom Finanzministerium einzufordern. Der Hintergrund: Das Ministerium von Kultusministerin Susanne Eisenmann ist, wie alle anderen, zu einem Sparbeitrag zur Haushaltskonsolidierung gezwungen. Davon allein 85 Stellenstreichungen an Berufsschulen. Wir appellieren an die Finanzministerin und die Landtagsabgeordneten, sich ihrer Verantwortung gegenüber den jungen Menschen und der Gesellschaft zu stellen. Es kann nicht sein, dass die Bildungspolitik nur reine Mangelverwaltung darstellt. Einsparauflagen ohne jeden Bezug zu einer schulischen Realität schafft Bildungslücken, die zukünftig richtig teuer werden. Der BLV bezweifelt zudem die Prognosen von fallenden Schülerzahlen und Klassen. So steige die Zahl der Asylanträge im Land seit Jahresbeginn mit rund 1.700 im März wieder stark an. Zudem verblieben erfahrungsgemäß rund 75% der Flüchtlingsschüler der VABO-Sprachklassen an den Berufsschulen, entweder zur Wiederholung ihrer Klassen oder aber dann zu einer weiteren dreijährigen dualen Ausbildung.